Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Grün, in der wir weiter noch fleißig ein paar Pokémon fangen wollen. Und dazu werde ich jetzt erstmal einen Abflug machen mit, ich sehe gerade, ich muss mal das Pokémon Center aufsuchen. Nein, nicht die Stadtkarte, das ist parat. Und dann fahre ich in die falsche Richtung. Na toll, fängt ja gut an. Okay, so, nämlich will ich gleich einen Abflug machen in einer anderen Route. Ja, nämlich will ich jetzt noch auf jeden Fall einen Quapuzzi fangen. Dann habe ich noch vor... Okay, das werde ich wahrscheinlich auslassen, das Smogmog. Das wird zu unwahrscheinlich. Das wird eine halbe Ewigkeit dauern, bis ich das kriege. Pantimos will ich mir noch ertauschen mit einem Abra. Das heißt, ein Abra werde ich auch noch fangen. Und war sonst noch irgendwas, was aussteht? Genau, Anton wollte ich noch mit einem Wasserstein weiterentwickeln lassen. Wenn ich es hinkriege, dazu brauche ich ja noch ein bisschen Geld. Wobei, wie kommt man am besten an Geld, indem man Sachen verkauft oder gegen Trainer kämpft? Ich will mal gucken, ob es noch irgendwas gibt, was ich verkaufen könnte. Wobei, gute Idee, dass ich jetzt gerade hier an den PC gehe. Ich muss ja noch eine Angel abheben. Fällt mir gerade ein. Weil sonst wird das Ganze mit dem Angeln sowieso schwierig. Ich glaube, Donnerstein brauche ich jetzt gar keinen mehr. Also ich wüsste jetzt zumindest kein Pokémon mehr, was es braucht. Also kann ich das verkaufen. Wobei, Mondstein konnte ich ja schon mal nicht verkaufen, aber ich versuch's mal. Vielleicht klappt es ja, dass ich dieses Donnerstein noch verkaufen kann. Wäre auf jeden Fall wunderbar. Na, sonst die anderen Dinger kann ich ja, glaube ich, nicht verkaufen. Versteckte Maschine sowieso nicht. Ja, genau diese will ich mitnehmen. Ich nehme mal beide mit. Einfach mal zur Sicherheit. Auch wenn ich weiß, dass ich nur die Superangel dafür brauche. Aber trotzdem. Okay, ich kann nicht mehr tragen. Wisst ihr was, dann lassen wir es drauf. Ah, oder? Ja, kommt. Ich werde mal gucken, ob ich jetzt Glück habe, genug Geld mit diesen... glaube ich nicht. Donnerstein zu kriegen, ich brauche ja nur 2100. Das würde ja vollkommen reichen. Oder ich verkaufe irgendwas anderes von meinen Sachen, die ich jetzt gerade habe. Weil dann haben wir nämlich auf jeden Fall das auch sicher. Deswegen mache ich jetzt erstmal das hier. Dass ich erstmal die Sachen zu Geld mache. Bevor ich halt dort rüber in die Route fliege. Nein, kaufen will ich noch nichts. Ich will verkaufen. So, dafür kriegen wir auch nichts. Nein, nicht die Angel. Scheiße, das war zu voreilig. Genau, da ist er. Naja, 1050, okay. Aber immerhin schon mal ein bisschen. So, jetzt brauche ich nochmal 1100 und dann wäre es perfekt. Aber die anderen Sachen sind mir alle zu schade. Wobei, wie viel gibt es? Okay, 750. Nee, das wäre auch nicht so toll. Das ist so eine Bombe, das will ich noch behalten, auf jeden Fall. Eisen, okay, das gäbe eine Menge, aber dafür ist es auch sehr... Maximum Potion. Okay, werde ich eins davon weggeben. Zwei habe ich ja noch, von daher geht's ja noch. Momentan ist mir das Geld erstmal wichtiger als die Sachen. Okay, dann holen wir uns jetzt nochmal unseren letzten Wasserstein. Dadurch, dass ich wirklich keinen Bock habe, da in der Seeschaum hin nach einem Enteron zu suchen, da suche ich mich dumm und dämlich. Ich weiß noch nicht mal, wie ich das mit Yugong da machen soll. Wahrscheinlich muss ich das weiterentwickeln. Egal, kaufen wir uns den Wasserstein, genau. Okay, perfekt. So Leute, das Problem wäre gelöst und dann machen wir jetzt gleich einen Abflug nach Route 10. Naja, was heißt ein Abflug? Wir werden einen Umweg gehen müssen, dadurch, dass der Teil von Route 10, den ich eigentlich erreichen wollte, ja auch nur logischerweise anders zu erreichen ist. Nämlich, das ist da beim Kraftwerk in der Nähe und deswegen müssen wir da jetzt einmal erst hinfliegen. So, Ravenite, nein, nicht Slayer. Ravenite, du sollst da hinfliegen. Nämlich müssen wir da, ja, nach Azuria City. Und dann müssen wir mit dem Fahrrad da erstmal wieder nach rechts radeln. Mal schauen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit wird, dass ich dieses Quapuzzi überhaupt antreffe. Ich werde das natürlich wahrscheinlich dann wieder so reinschneiden. Höchstwahrscheinlich. Aber ich glaube kaum, dass das so schnell geht. Naja, egal. Wollen wir mal hingehen. So, also ab geht's. Yay, wir fahren auf dem Fahrrad. Und natürlich darf Heras wieder mal mit Zerschneider herhalten. Wie üblich. Hier gibt es einfach zu viele Gebüsche. So. Okay. Das ist eine schön bequeme, angenehme Route hier, die wir hier fahren dürfen. Finde ich auf jeden Fall schon wunderbar. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier und jetzt soll ich hier angeln. In diesem Wasser. Wobei, gehört das schon zur Route 10? Ja, gehört schon zur Route 10. Das heißt, hier kann ich mich schon mal mit einer Angel hinsetzen. Da muss ich erstmal nach ganz unten gehen. Ah, diese Tasche ist einfach noch... Nein, Wasserstein geht doch noch nicht.
So, versuchen wir unser Glück. Na, ja, es beißt noch nicht mal etwas an. Okay, dass überhaupt etwas anbeißt, könnte wahrscheinlich auch dauern. Schon wieder nix. Okay. Angel enttäuscht mich nicht. Ich glaube, die Angel enttäuscht mich richtig. Ah, jetzt. Das erste, was anbeißt, ist... Na, komm schon, zeig dich. Was bist du? Ein Goldini. Okay, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall, sobald ich einen Quaputti sehen sollte. Egal, wie lange das dauern wird. Okay, Leute. Ich habe jetzt einfach mal die Angel gewechselt. Und das erste, was mir jetzt natürlich begegnet, ist dieses Quaputti. Auf Level 23. Ich habe jetzt nämlich mal die Profi-Angel genommen, was jetzt wohl scheinbar doch die Super-Angel ist. Ich bin ein bisschen verwirrt von diesem Spiel. Egal. Wir wollen diese Quaputti haben. Deswegen greifen wir es einfach mal mit Wasserattacken an. Ist nicht sehr effektiv und das ist auch in dem Fall gut so. Ich will mal wissen, wie viel Surfer jetzt abzieht. Ich meine, das ist ja ein sehr starker Wasserangriff und... Versuchen wir es einfach mal. Wir wollen auf jeden Fall diese Quaputti haben, um Rosana zu kriegen, damit wir es tauschen können. Na, wow, 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 wow. Das war knapp. So, wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Wir schläfern das Vieh noch einmal ein. Und dann wird das Fangen ein leichtes sein. So lange es nicht schon wieder aufwacht. Quaputti, du willst mich veräppeln? Okay, und es schläft. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gut, dann kann ich jetzt, ja, ich nehme den Superball. Schmeißen. Das, na was, das kommt tatsächlich noch raus? Okay. Das ist gar nicht mehr fair. Na komm schon. Na endlich, wir haben es, Leute. Unser nächstes Pokémon ist somit gesichert. Nein, Quaputti kriegt keinen Spitznamen. So, Gott sei Dank. Da mache ich jetzt erstmal einen Abflug mit Ravenite. Und fliege nach Azuria, muss ich da. Passt ja eigentlich auch. Man kriegt einen Quaputti in der Nähe von Azuria und kann es in Azuria tauschen. Ist ja wirklich sehr ideal. Na gut, Leute, das mache ich kurz auf Screen mit den Pokémon-Tauschen auf dem PC. Also bis gleich. So, Auftrag erledigt. Nun werde ich als erstes einmal den Wasserstein auf das Enton setzen, was ich mit abgehoben habe, sprich Xander. So, damit es sich auch zu ein... Nein! Das war falsch! Rückzug! Verdammt! Okay, Leute, wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn ich das, diesen Fehler jetzt nochmal behoben habe. Scheiße! Okay, ich konnte das Problem nochmal beheben. Dank des Boxenwechsels konnte ich noch die Speicherdatei laden. Aber wie es aussieht, lässt sich Enton doch nicht mit den Wassersteinen weiterentwickeln. Warum? Muss ich das wirklich durch Level weiterentwickeln oder muss ich wirklich in der Seeschauminsel mein Glück versuchen, dass ich es da kriege? Das ist ja voll der Beschiss. Egal, wir tauschen jetzt auf jeden Fall erstmal das Quaputti. Ja, hier kann ich kein Fahrrad benutzen, was ich jetzt machen wollte. Okay, muss ich nur erstmal wieder die Hütte suchen, die das nochmal war. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht mehr wo. Ich glaube, die war unten weiter, oder? Mein Ehemann mag Pokémon zu tauschen. Wenn du ein Sammler bist, solltest du mit ihm tauschen. Okay, dann ist er das. Hallo, möchtest du dein... Quaputti gegen meinen Rosana tauschen? Ja, möchte ich. So, also Quaputti, lebe wohl. Okay, connecte die Link-Kabel so. Okay, das war's mit Quaputti. Frisch gefangen und wird jetzt frisch gegen einen Rosana getauscht. Welches wir leider nicht umbenennen können. Sonst wäre Cindy jetzt auch im Team. Und da ist das Pokémon auch beim Trainer. Na, wo ist denn das, Rosana? Ich will sehen, wie es aussieht. Macht's nicht so spannend. Okay, natürlich können wir es gleich erst sehen, wenn es auf unseren Gameboy übertragen ist, in Anführungszeichen. Naja, so viel Veränderung ging vielleicht zu unserem ist es eigentlich nicht. Sieht eigentlich fast so aus wie auf einer Pokémon-Karte. Also im Prinzip gar nicht so schlecht. Okay. Perfekt. Wir haben ein weiteres Pokémon. Und somit blieben jetzt nicht mehr viele offen. Moment, wo bin ich überhaupt lang? Okay, das heißt, diesen Wasserstein kann ich sozusagen
auch wieder ablegen, weil das hat so wohl echt keinen Sinn. Das wird jetzt natürlich wirklich ein bisschen ärgerlich. Egal, lege ich die Pokémon erstmal nochmal ab und nehme die Pokémon wieder mit, die ich vorher auch mit hatte. Also bis gleich. Also ihr wollt ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht wissen, wie der das Rosana genannt hat. Der hat das Rosana tatsächlich Lola genannt. Oh je. Ach, sehr merkwürdige Namensgabe, aber okay. Was wollte ich jetzt noch erledigen? Also welche Pokémon kann ich jetzt überhaupt noch oder will ich noch fangen? Die Safari-Zonen-Pokémon lasse ich erstmal aus, weil dafür brauche ich erstmal Geld. So, Quapuzzi habe ich. Die kriege ich noch nicht. Okay, dann bleibt jetzt noch das eine. Das wird aber lange dauern. Egal, ich will es trotzdem mal probieren. Deswegen fliegen wir nochmal zur Zinnoba-Insel. So, genau hier hin. Und da kann ich sowieso demnächst mal gucken, dass ich irgendwie... Ach, keine Ahnung, mal gucken. Okay, ja, genau. Ich wollte in dieses... Nein, das ist das Labor, Mensch. Jetzt weiß ich noch nicht mal mehr, was hier, wie, wo, wer ist. Die Tür ist verschlossen, ich weiß, den Schlüssel habe ich abgelegt. Deswegen komme ich da auch nicht mehr rein. Okay, dann wollen wir mal gucken, bei einer 1%igen Wahrscheinlichkeit, das Pokémon anzutreffen, ob ich das Glück habe. Gut, wir sehen uns, falls ich es treffen sollte. Nein, das ist die Vorentwicklung davor. Okay, falls ich es treffen sollte, es kann wahrscheinlich Stunden dauern. Also, wenn wir es treffen sollten, dann bis gleich. Ansonsten, wenn nicht, dann sehen wir uns trotzdem gleich nochmal wieder. Also Leute, ich würde sagen, das können wir auch erstmal knicken, dieses Smogmog. Das ist einfach viel zu selten. Genauso beschissen wie Enteron und... Wenn es jetzt auftaucht. Nee, schade. Und... Wo ist es denn? Wie hieß es nochmal, Mann? Yugong, die sind da auch sehr selten anzutreffen in der Seeschauminsel. Das finde ich wirklich wahnsinnig. Also da können sie wirklich ein... Ja toll, ich stand direkt vor der Tür, also... Das ist auch mal heftig. Dann überlege ich, was wir jetzt noch anstellen können. Das Einzige, was ich machen könnte, ist einen Abflug machen. Ravenite. Wo fliegen wir denn jetzt mal hin? Also Porygon werde ich noch nicht holen. Das, nee. Das wird mit der Spielhalle... Oh Gott, ob ich das noch schaffe, weiß ich nicht. Ich bräuchte noch ein Abra, fällt mir ein. Das heißt, wir müssen noch einmal nach Azuria City... Weil dann könnt ihr nämlich noch ein paar Timos tauschen, fällt mir gerade auf. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Auch wenn das Abra auch eine Qual wird. Naja, wenigstens etwas angenehmer als jetzt das Mogmog. Okay, schauen wir mal. Ob wir hier das Glück haben, dass wir das Abra wenigstens auch fangen können. Das heißt, ich muss das Pokémon wieder, das vorne steht, tauschen. Das heißt, Igel muss wieder nach vorne, dadurch, dass er Hypnose hat. Hoffentlich haben wir auch das Glück, dass wir das Abra kriegen. Okay, Leute. Gucken wir mal, ob wir das Abra antreffen. Naja, schauen wir mal, ob es das überhaupt ist. Okay, wir haben es gleich schon. Dann hoffen wir mal, dass es jetzt auch klappt. So, okay. Hypnose. Ja, eingeschlafen ist es. Es schläft sogar noch. Okay, ich habe nur noch einen Superball. Egal, versuchen wir's. Bitte. Ja, wir haben's. Ich kann das Patibus auch noch abholen, habe wenigstens etwas Erfolg und das auf Glück, wow, also auf Anhieb. Das war wirklich Glück. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube, ihr wahrscheinlich auch nicht. Also das war jetzt wirklich mehr Glück als alles andere. Pokémon Center, genau. Wo ist denn das? In Route? Nee, Quatsch. Wo kriege ich denn das Patibus? Route 2, oh Gott. Ist ja ganz weit zurück. Okay, ich glaube, diesen Tausch können wir mal kurz auch am PC machen. Das geht ja eigentlich recht schnell. Und ich will die Zeit auch noch ein bisschen füllen. Also von daher... lege ich mal Sigur kurz ab. Und hebe dafür mal Abra ab. So. Perfekt. Also, auf zur Route 2. Ich muss erstmal gerade laut der Karte gucken, wo die genau ist. So, Route 2. Die ist auf jeden Fall hier unten irgendwo. Na gut, die ist... Okay, nach Vertania City. Die Route ist das. Okay. Ravenite, bring mich nach Vertania City. Und dann wollen wir mal schauen, wo dort die Hütte ist, in der wir unser nettes Pantiermos abholen können. Theoretisch dürfte es eigentlich nicht zu weit entfernt sein. So, das hier müsste auf jeden Fall die Route sein. Ne, hier stehen nur Trainertipps, toll. Ja, das weiß ich doch schon. Okay, wie sieht's aus, wenn ich dieses Gebüsch jetzt hacke? Wo lande ich dann?
Okay, in einer verlassenen Gegend. Obwohl, das... Moment, ist es die Hütte? Der... Nein, Quatsch. Die VM Blitz leuchtet sogar die dunkelsten Dungeons. Ja gut, das ist ja auch mit Blitz. Ja, das weiß ich. Im Felstunnel habe ich dunkel überstanden. Da brauchte ich keinen Blitz. Okay, ist es die Hütte hier? Moment, wo bin ich jetzt überhaupt? Karte? Immer noch Route 2. Was könnte es also dann sein? Heras, noch einmal Zerschneider, bitte. Ich bedanke mich. Okay, du warst ein anderer. Ja, ein Todespoker kann ihm... Ja, blablabla. Okay, du bist ein Link-Kabel-Typ. Ich suche nach einen Abra. Möchtest du was gegen einen Pantibos tauschen? Ja, genau, wir haben ihn gefunden, Leute. So, dann trennen wir uns auch direkt von Abra. Und erhalten ein nettes Pantibos dafür. Da bin ich auch mal gespannt, wie das hier aussieht. Was mit Smogmog regt mich auch ein bisschen auf. Also die drei Pokémon, die drei Entwicklungs-Pokémon da. Muss ich gucken, ob ich die nicht durch Entwicklung hole oder... muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ob ich sie nicht doch vielleicht noch schaffe zu fangen. Aber das wird dann erst später erfolgen. Also, eins kann ich euch schon mal vorweg sagen. Ich werde es wahrscheinlich erstmal offscreen ein bisschen leveln müssen, bevor die nächste Pokémon-Folge folgt. Also es kann wahrscheinlich passieren, dass erstmal eine kleine Pause kommt, dadurch, dass diese Folge hier auch direkt heute am Montag, wo die Folge auch hochgeladen wird, aufgenommen wird. Naja, geht doch eigentlich noch. Sieht auch wie aus wie auf der Pokémon-Karte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und deswegen... Ich muss sowieso auch erst noch mein Team aussuchen, welches ich sozusagen mit zur Siegestraße mitnehme. Das werdet ihr dann auch direkt in der nächsten Folge dann sehen, welche Pokémon ich mitnehme und welche ich dann in dem Fall auch gelevelt habe. Na gut, dann werde ich auf jeden Fall auch in der nächsten Folge noch ein paar TMs kaufen und so weiter und so fort. Ich werde noch Geld sammeln, also es wird, wie gesagt, ein bisschen Zeit erstmal dauern, bis die nächste Folge kommt. Ich gehe mal davon aus, dass erst in der nächsten Woche die nächste Folge kommen wird, wenn ich so lange brauche. Na gut, Leute, ich hoffe, ihr könnt so lange warten. Deswegen verabschiede ich mich jetzt in dieser Folge und beim nächsten Mal seht ihr das Team für die Siegestraße, sprich auch die Top 4. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder... In der Woche wahrscheinlich. Gut, Leute, bis dann, auf Wiedersehen!